Hallihallo, liebe Leute! Okay, nee, komm, Spaß. Das macht ein anderer YouTuber. Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Herzlich willkommen auf Gigalabastia. Ich bin's, euer Giga Greevy. Und ich heiße euch recht herzlich willkommen bei diesem kleinen, bescheidenen Online-Opening. Denn wir machen heute ein paar schaurige Herrschaft-Booster auf. Und weil das online ja meistens nicht so zieht wie die physischen Karten, müssen wir das Ganze ein bisschen aufpeppen. Und mit wem kann man etwas besser aufpeppen als mit Cellum? Hallo! Hallo! Wie geht's dir? Ich muss sagen, ja. Also mir geht's erstmal gut, aber ich muss auch sagen, ich frage mich, was die Leute so denken, wenn sie das angucken, wer ich bin. Also weil, ich glaube, viele, die deinen Giga-Labastia-Kanal gucken, die gucken ja deinen anderen Kanal nicht. Also Giga-Greevy. Ja, heißt, aber die haben unsere glorreichen Duelle. Unsere glorreichen Duelle haben sie gesehen. Ja, okay, das stimmt. Ganz am Anfang haben wir gegeneinander gekämpft. Sollten Da habe ich mal gewonnen. Können wir? Ja. Nein. Warum nicht? Jedenfalls habe ich hier die Codekarten eingelöst für die Koronospa-Box, die Schimmel... Nee, war das die? Doch, die Schimmelreiter-Koronospa-Box. Und ihr seht schon, wir bekommen auch fürs Online-Spiel diese Kartenhüllen, beziehungsweise auch die Box. Das kann man sich ja alles einstellen, das kleine Gimmick. Wir bekommen die Energiekarten und ich sehe gerade, hier ist eine Fee-Energie dabei. Hm? Naja, wie auch immer. So, das gibt's dazu. Ich habe nur irgendwie gedacht, es gibt auch eine Koronospa-Karte, aber ne, gibt's nicht. Egal, ist nicht so wild. Wir machen heute Booster auf, 4 Stück an der Zahl. Und ich hoffe, dass das gut läuft. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, das richtige Opening von der Box, dann könnt ihr gerne einschalten. Entweder wird es danach verlinkt oder ich blende das hier jetzt irgendwo ein. Das kann durchaus sein. Aber da gab es auch 8 Booster. Wir machen heute 4 auf. Schaurige Herrschaft. Es gibt sehr, sehr coole Karten in dieser Erweiterung. Sehr schöne Artworks. Auch sehr starke Karten. Und die sind auch tatsächlich sehr beliebt. Die Preise, der Wert der Karten ist momentan sehr, sehr hoch. Das wird sicherlich ein bisschen abflauen, wenn dann die Erweiterung erstmal eine Weile im Umlauf ist. Und dann erst in ein paar Jahren werden die bestimmt wieder hochschießen. Ja, Leute, ich habe gerade bemerkt, dass ich im falschen Mikrofon oder mit dem falschen Mikrofon aufgenommen habe. Das tut mir sehr leid. Ja, jetzt bin ich da. Hallo, jetzt müsste es ein bisschen besser hoffentlich klingen. Und wir haben Booster, wir wollen Energiekarten raten. Als Anfang sage ich Wasser. Oh ja. Ihr dürft mitraten. Auf geht's. Erstes Booster. Ich habe was Krasses drin. Eine Stahlenergie ist drin. Naja. So, alle schöne Karten, die wir schon aus dem Opening kennen. Außer die da. Die habe ich noch nicht. Fokussierter Angriff, Stichrolle. Ich will mir die Karten nicht so sehr anschauen, weil wir werden noch ein paar richtige Openings machen. Deswegen lieber nicht so sehr drauf schauen. Melanies Überzeugung, da gibt es bestimmt auch eine Full-Art-Karte, die ist bestimmt noch viel Geld wert. Mag aber auch Full-Art-Karten. Ach, hier ist das Echohorn. Ah, okay. Und dann haben wir eine seltene Karte. Und es ist... Ein Golgantes. Aber ich habe letztens erst über Golbit gesprochen und habe gemeint, dass die Weiterentwicklungen immer ziemlich stark sind. 60 Schaden und wenn du eine Ausrüstungskarte an Golgantes ranlegst, machst du 150 Schaden. Und Megatonnenfall macht 190 Schaden. Man fügt aber sich selbst 30 Schadenspunkte zu. Aber Golgantes kann das ab. Es sind wirklich richtige Tanks. Die machen auch richtig, die böllern schon hart rein. So, komm, was macht denn die Stichrolle hier? Man sieht sie nicht durch meine Facecam. Ich lese es vor. Durchbruchgeschoss. Der Schaden dieser Attacke wird durch Schwäche, Resistenz oder Effekte auf dem aktiven Pokémon des Gegners nicht verändert. Für 3 Energie. Also einmal Feuer und 2 farblose sind das hier. Ich weiß, man sieht es hier nicht so, aber... Okay. Nächstes Booster. Was sagst du? Pflanze. Ich sag Psycho. Und ich glaube, da ist was Krasses drin. Da ist nur was Krasses drin, wenn Pflanze drin ist. Ach, schade. Schade, aber viele neue Karten. Wobei, nee, so viele sind es nicht. Das habe ich noch nicht. Das Dakuma fehlt mir noch. Das habe ich 2-mal. Können wir tauschen? Ja. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Common-Karte in einem von den Boostern hier ist, die ich noch habe, ist jetzt ja nicht so gering. Ach, Schnäppke, ich mag Schnäppke. Smogon, Peony, von denen gibt es garantiert auch eine Full Art. Peony habe ich noch nicht, glaube ich. Oh, Brimano, das hast du auch, ne? Mhm. Spiralsauger. 30 Schaden und man heilt 30. Nicht schlecht. Und dann haben wir noch... Die habe ich auch. Das sieht ziemlich cool aus.
Sie war in dem allerersten Booster, weil ich von schauriger Herrschaft geöffnet habe. Ah, WPCs Geruch lässt ihm alle Haare zu Berge stehen. Mit seinen scharfen Klauen kratzt es seine Feinde. Wenn du einen fließenden Angriff von der Schützerkarte während dieses Zuges aus deiner Hand gespielt hast, fügt diese Attacke auch zwei Pokémon auf der Bank 50 Schaden zu. Das ja, die ist schon krass. Die ist schon ziemlich cool. Aber mir fällt gerade was auf. Wir haben ja über die Chimpep-Karte geredet, ne? Ja. Da sind ja auch so blau, da sind ja auch so blaue Sachen. Ich glaube, das hat mit fließendem Angriff zu tun. Oh, weil es ja hier auch. Bisschen wie so wasserbändiger sieht das aus. Nice. Ich weiß, Leute, kann ich das einblenden? Ich hoffe, ich denke daran. Es gibt so eine schöne Chimpep-Karte und da sieht man auch so Gegenstände oder Pflanzen in dem Fall, glaube ich, waren es in der Nähe, die so blau aufleuchten. Und offensichtlich ist das bei all von denen so. Ist das hier auch so? Nicht so direkt, ne? Nee, aber da ist halt viel Wasser, ne? Oder leuchtet das selber? Ne, es ist, glaube ich, der Stil. Nee, das ist der Stil, stimmt. So, machen wir noch eins. Ich sage Kampf. Unlicht. Kampf ist sehr effektiv gegen Unlicht. Jetzt kommt die Pflanze. So, Elezeba fehlt mir noch. Es gibt sehr wenige Elektrokarten in dieser Erweiterung, habe ich gesehen. Donnerspeer. Ich glaube, das habe ich auch zweimal. Aber ich bin mir nicht sicher. Schneebedeck, Verdreschen, Sneebel, Porygon, Mel haben wir schon gezogen. Ah, Krawel. Ah ja, Krawel. Das ist echt hässlich. Das ist wirklich hässlich. Doppellasso. Zwei Münzen pro Kopf 90 und Krabber mal 130 Schaden. Ja. Ah, das ist halt schon süß. Knopfenpuss, also Knete, Knopfenpuss. Ja, aber wieder nur eine seltene. Was ist denn los? Hallo? Fast so erfolgreich wie. Aber eine nette Karte. Im richtigen. Ja, zertreten. Für jede farblose Energie in den Rückzugskosten des aktiven Pokémon des Gegners 50 Schadenspunkte mehr. Immer riskant. Solarstrahl 120 Schaden. Joa. Joa. Ist es in Ordnung? Ich mag das Artwork, die Farben harmonieren gut. Das stimmt. Das kannst du auch fast, wenn du es noch ein bisschen aggressiver machst, kannst du das in so ein 80er-Jahre-Vintage-Neon-Licht-Intro reinpacken, weißt du? Was ja dann irgendwann auch auf YouTube immer wieder so benutzt worden ist. Das ist auch so eine Sache, ich fand das sehr exzessiv. Dieses. Weißt du, mit so Wave-Sounds und bla bla bla. Wave. Wie geht eigentlich Musik? Marty Fischer, erzähl es mir mal bitte. So, und das haben irgendwie alle gemacht. Auch die ganzen Intros sahen so ähnlich aus. Bei Bergstürmer war es halt schon noch nice, ne? Weil da habe ich es noch nicht so oft gesehen zu dem damaligen Zeitpunkt. Aber wahrscheinlich war es auch da schon in Amerika inflationär gebraucht. Egal. Was gibt's jetzt für einen Stil? Was wird jetzt so benutzt? Was lieben die Leute gerade so? Ist gerade so hip. Gute Frage. Ich weiß, was ich überall sehe. Habe ich schon überlegt, ob ich das auch mache, weil ich finde es gar nicht mal so blöd. Es gibt ein bisschen mehr Papapapau. Du siehst ganz, ganz häufig in Videos oder auch im Fernsehen inzwischen, bei Reportagen als Intro, dass so X und Punkte und Kreise so ganz schnell überall eingesetzt werden, weißt du? Das ist einfach wie so eine Ebene, wo nur so Kreuze und Punkte, die so reinflashen ins Bild und dann wieder verschwinden. Oder so drehen oder zur Seite schießen. Es geht so ganz, ganz schnell. Ja, und dann schieben so die einzelnen Bilder hin und her. Und dann am Ende kommt das Logo oder so. Ja. Das machen ganz, ganz viele. Wahrscheinlich gibt es das auch irgendwo zu kaufen im Internet. Kann man ja alles heutzutage. Es gibt ja Menschen, die machen das für einen, laden das hoch und dann kann man das für 30, 40 Euro kaufen und muss sich die Arbeit nicht selber machen. Was ich prinzipiell ja schon ziemlich geil finde. Weil ich habe festgestellt, du brauchst super viel Zeit dafür. Und am Ende ist es vielleicht gar nicht so geil wie jemand, der nur genau das gemacht hat. Aber wir machen jetzt nur noch eine Sache, nämlich einen Booster auf. Und da sage ich diesmal Kampf. Stahl. Letztes Booster für heute. Keiner von uns hat es richtig geraten. Süß, die brauche ich. Die ist halt echt cool. Botogil, der kleine Weihnachtsmann. Oh, man kann Botokill ins Deck reinmischen mit den zwei Energiekarten, die man dafür braucht. Und durchsucht sein Deck dann nach einer speziellen Karte und kann sie auf die Hand nehmen. Irgendeine? Also eine, auch ein Pokémon? Es kann ein Pokémon sein, es kann eine Unterstützerkarte sein. Irgendwas. Das ist ja voll gut. Ja, du musst dich halt dann von den zwei Energiekarten und von Botokill trennen. Oder wenn du eine Spezialenergie hast, dann von der.
Aber du packst die Energiekarten doch ins Deck. Ja, du verlierst sie nicht. Das ist schon. Ja, das ist doch gut. So, hier haben wir die Himmelsrolle, die hatten wir schon. Agathe, Sneeble als Reverse und eine seltene. Ach, Galagladi. Galagladi, das mag ich. Die habe ich auch. Ach, ich will ja nicht sagen, dass ich das Pokémon hasse, aber irgendwie, ich kann mich nicht so dafür begeistern wie andere Leute. Es gibt wirklich viele. Bei Gardevoir und Galagladi. Ja, das stimmt. Offenlegung: Der Schaden dieser Attacke wird durch. Alter, 60 Schaden für eine Psychoenergie. Dynamische Klinge fügt für jedes Pokémon wie des Gegners im Spiel 60 Schadenspunkte zu. Das ist schon sehr speziell. Aber ich glaube, so bei Turnieren, wo du ja weißt, dass dort V-Karten gespielt werden, da macht so ein Galagladi bestimmt Sinn. Kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, gut ist natürlich auch, dass die V-Karten ja oft ein paar Energiekarten brauchen, um ihre richtig krassen Attacken zu machen. Dann hast du eigentlich voll den guten Konter mit einem Nicht-V-Pokémon, mit Galagladi. Ja, aber du musst ja trotzdem. Du brauchst ja mehrere. Also du brauchst ja mindestens zwei Pokémon wie im Spiel deines Gegners, damit du wenigstens richtig. Ja, klar, aber wenn er ja mehrere hat. Ja, absolut. Dann dauert es ja auch ein bisschen, bis er eins hoch genug gepusht hat. Wobei, es gibt normale wie Pokémon, die haben auch nur zwei Energiekarten manchmal. Ja, aber das muss man schon gut spielen. Aber ich glaube, der kann schon so gut. Können wir mal gucken. Wie. Oder Konda. Hier, 1, 2, gut, 3, ja, okay. Ja, mit den weniger machen die halt nicht so viel Schaden, weil guck, der macht halt 40 Schaden damit. Naja, stimmt. Das stimmt. So. Die krassen Angriffe dann, die wirklich hart wehtun, da brauchst du schon deine 4 Stück. Das ist halt so traurig mit den beiden hier. Aber sind auch online schon eine ganze Menge dazugekommen. Muss ich mal so sagen. Das kriege ich sogar noch ein zweites Mal, weil ich da noch die Codekarte habe. Ja, das war's aber erstmal für das heutige Opening. Schade, dass jetzt nichts so mega krasses bei rumgekommen ist. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann auch bei den nächsten Videos mit einschalten würdet. Vielen Dank, Shadow, fürs dabei sein. Ja, kein Problem. Und wenn es euch gefallen hat, gerne positive Bewertung da lassen. Abonniert auch gerne den Kanal und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage Good Game, macht es gut und bis dahin. Euer GigaGreevy. Ciao, ciao.